So, wir warten noch ein paar Sekunden, bis sich alle Teilnehmer im Raum befinden und dann können wir starten. Ich sehe, der Raum füllt sich. Ich denke, jetzt können wir so langsam starten. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Webinar Erfolgreiches Projektmanagement für Hermes 5 mit Inlux für Outlook. Mein Name ist Lynn Tran, ich bin hier bei Inlux unter anderem in der Unternehmenskommunikation tätig und werde heute sozusagen quasi ein bisschen die Moderation am Anfang und am Ende machen. Ja, in der nächsten Stunde erzählt Ihnen unser heutiger Referent Peter Ottiger, Country Manager Schweiz hier bei Inlux, wie Sie mit Inlux für Outlook, der Projektmanagement-Software, integriert in Outlook mit den Vorlagen für Hermes 5 arbeiten können. Bevor es dann losgeht, würde ich Ihnen gerne noch ein paar kleine technische Hinweise geben. Sie sehen ja schon, Sie sind alle stumm geschaltet. Es gibt es so, weil wir so ein bisschen einen ziemlich straffen Zeitplan haben. Wir haben einiges vor in dieser nächsten Stunde. Bitte keine Handzeichen geben. Sie können aber gerne jederzeit Ihre Fragen im Bedienpanel hinter dem Punkt Fragen reinschreiben in den Chat. Und die Fragen sammle ich dann. Und am Ende, in den letzten 10 bis 15 Minuten, werde ich Ihnen Ihre Fragen dem Referenten stellen. Das Bedienpanel können Sie auch mit dem kleinen orangenen Button, mit dem weißen Pfeil ein- und ausblenden, wenn Sie sagen, ich möchte ein bisschen mehr Platz für die Präsentation haben. Und die Präsentation wird natürlich aufgenommen, wie Sie ja in der E-Mail schon gesehen haben oder in dem Teaser-Text. Die Aufzeichnung erhalten Sie dann im Anschluss zusammen mit den Vorlagen exklusiv für Webinar-Teilnehmer. Genau. Ansonsten glaube ich, da war es das von mir jetzt erstmal und ich übergebe an dich, Peter. Guten Tag, besten Dank, Lin, für die charmante Anmoderation. Ja, guten Tag. Wir schalten von Deutschland in die Schweiz. Also die Frau Tran sitzt in München, ich bin in Stans. Ich werde jetzt auch die Sprache wechseln auf Schweizerdeutsch. Wenn jemand drin ist, der kein Schweizerdeutsch versteht, bitte kurzer Chat und Frau Tran wird mir das mitteilen, dann werde ich wieder auf das Hochdeutsche wechseln. Also, jetzt Schweizerdeutsch. Herzlich willkommen zu dem Webinar zum Thema erfolgreiches Projektmanagement für Hermes 5 mit Inlux. Ja, zum Anfang, dass Sie ein bisschen mehr hinter die Fassade sehen. Wer ist Inlux? Was kann Ihnen Inlux bieten? Das ist das Gesicht zu der Stimme, die Sie gerade hören. Ja, ich bin verantwortlich für den Schweizer Markt von Inlux, wie Frau Tran schon gesagt hat. Ich bin seit einem Zeitli auch zertifizierter Hermes 5 Projektmanager, respektive ich habe bei der ZHAW in Winterthur die Ausbildung gemacht für die Hermes 5 Foundation. Inlux ist 1999 in München gegründet worden, von zwei gleichberechtigten Geschäftsführern, wo auch heute noch beide voll operativ im Unternehmen tätig sind. Inlux hat ein Produkt, das heißt genau gleich wie die Firma, nämlich Inlux. Die Software, die Projektmanagement-Lösung, die gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Da komme ich nachher gerade noch drauf zurück. Wir haben ca. 50.000 Anwender von Inlux weltweit, also verteilt auf ja, sind mehr als 50 Länder. Unterdessen kratzen wir an der 60er-Grenze, sind 58 Länder momentan. Von dem her klar, wir haben auch unterschiedliche Sprachversionen. Es sind 5 an der Zahl: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Wenn führende Fachmagazine jeweils Inlux testet, dann stechen vor allem zwei Merkmale raus. Einerseits ist die Integration in Outlook. Es ist klar, das ist das, wo wir herkommen, eben von deren Integration in Outlook. Wir sagen uns, wir arbeiten tagtäglich mit Outlook, Mail, Taskmanagement, Termine. Also man hat Outlook eigentlich immer offen, ist immer dort dran. Wieso könnte man nicht auch darüber Projektmanagement machen? Ja, das ist der Ansatz, den wir haben. Und durch das, dass unser Projektmanagement-Tool oder unsere Lösung in Outlook integriert ist, ist klar, ist es vom Handling her wirklich einfach zu bedienen.
Klar, sollte man Basics wissen von Projektmanagement, aber man muss nicht ein neues Tool kennenlernen, sondern es ist eine Integration in Outlook. Also es sticht immer wieder raus, auch da die außergewöhnlich einfache Handhabung. Ja, da vielleicht noch einen kurzen Blick auf die Inlux-Geschichte, das eben im 99 gegründet wurde. 2001 ist die erste Version auf den Markt gekommen. 2010 die Web-App, 2012 Inlux Now. Ich komme gerade nachher darauf zu, was die verschiedenen Lösungen bedeuten. Und eben 2011 ist dann noch in San Francisco Niederlassung gegründet worden. Und im 2017, seit dem Februar 2017, sind wir auch in der Schweiz Instanz im Hauptort vom schönen Kanton Nidwalden vertreten. Übrigens bin mir bewusst, dass die paar Slides am Anfang für die einen, die in der Leitung sind, eine Repetition sind. Ein paar kennen den Look schon, aber man hat wirklich auch interessante Neukunden in der Leitung. Und da bitte ich um Verständnis, dass wir einen kurzen Abriss da machen, dass alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Wenn Sie Inlux einsetzen wollen, dann müssen Sie sich eigentlich nur zwei Fragen stellen, dass Sie zum richtigen Produkt kommen. Eben, ich habe gesagt, wir haben unterschiedliche Ausprägungen. Zuerst einmal geht es darum, wo wollen Sie Ihre Projekte bearbeiten, verwalten? Also mit wo meinen wir in dem Fall, wollen Sie das gerne über Outlook machen? Das ist, wie gesagt, das, wo wir herkommen, Integration in Outlook und dort ja, mit früheren Outlook-Versionen, also es geht zurück von der Kompatibilität bis Outlook 2010 bis zu den neuesten Microsoft-Gebilden wie Office 365, ist das also alles möglich. Also eben, Projekte in Outlook bearbeiten und die andere Möglichkeit ist im Webbrowser. Sie können mit Inlux Projekte auch über jeden beliebigen Webbrowser, also Google Chrome Enterprise, Internet Explorer, Firefox, Safari bearbeiten. Und Sie müssen sich da nicht entscheiden für das eine oder das andere. Das ist ein Und-Oder-Entscheid, den Sie können fällen. Also Sie können nur Outlook nutzen, nur den Webbrowser, dann wäre es oder Sie nutzen beides, dann wäre es und. Also das ist mal die erste Frage, die Sie sich stellen müssen. Und die zweite Frage ist, wo sollen Ihre Projektdaten liegen? Da haben Sie auch zwei Möglichkeiten. Die eine ist, die Produktlinie nennt sich Inlux PM. Das ist Projektmanagement quasi bei Ihnen, behind the firewall, in Ihrem Netzwerk. Also Projektdaten von Inlux werden bei Ihnen auf dem SQL-Server gespeichert. Auf Ihrer SQL-Datenbank. Vielleicht möchten Sie den Aufwand nicht, noch einen Serverdienst zu verwalten, sondern sagen, ich lasse das Inlux machen. Dann ist das die Produktlinie Inlux Now, quasi Software as a Service, also Projektsoftware as Service. Ja, das ist eine Cloud-Lösung und wir nutzen da Cloud-Services von Microsoft Azure. Und unsere Cloud-Server, wo wir drauf sind, die stehen in Deutschland. Und ja, also da ist jetzt ein harter Entscheid. Da können Sie, das ist kein Und-Oder, sondern da können Sie sich entscheiden, ob Sie wollen in-house Ihre Datenhaltung haben oder eben über Cloud von uns dann gehostet. Der Anwender merkt keinen Unterschied, wo das die Daten liegen. Er schafft über seine Outlook-Oberfläche oder über seinen Webbrowser und einfach im Hintergrund werden die Daten am einen oder am anderen Ort gespeichert. Das bedeutet auch von der Lizenzierung her einen Unterschied, aber da gehen wir jetzt nicht näher darauf ein, das könnten wir allenfalls bilateral anschauen. Ja, das so zu unserer Produktlinie und die heutige Stunde setzt sich ja vor allem Hermes widmen und darum wird jetzt natürlich auch noch ein bisschen auf Hermes eingehen. Was ist Hermes? Ja, wir alle wissen darum, dass wir heute in der Leitung sind, aber wenn ich google nach Hermes, dann sehe ich, Hermes, das ist aus der griechischen Mythologie. Der Hermes ist eigentlich der Schutzgott vom Verkehr. Sie können da noch lesen, für was das er alles zuständig ist in der griechischen Mythologie, aber wir reden natürlich nicht im Zusammenhang mit Hermes von Griechenland, sondern wir reden von etwas anderem, nämlich momentan von Hermes 5, genauer gesagt von Hermes 5.1. Und ja, Hermes 5.1, das ist ein Projektmanagement-Tool.
Management-Methode. Und zwar nicht irgendeine Projektmanagement-Methode, sondern das ist eine Methode, die von der Bundesverwaltung entwickelt worden ist, genauer gesagt vom Informatik-Steuerungsorgan vom Bund, kurz ISB. Und jetzt nochmal die Frage, was ist Hermes? Ich glaube, das könnten die wenigsten auswendig auflisten. Ich auch nicht, darum bin ich froh, kann ich es jetzt einblenden. Also Hermes steht für Handbuch der elektronischen Rechenzentren des Bundes, eine Methode zur Entwicklung von Systemen. Haben Sie es mal gesehen? Können Sie gerade wieder vergessen? Behalten Sie einfach Hermes. Ja, für wer ist Hermes entwickelt worden oder für was? Hermes ist eine Projektmanagement-Methode, ursprünglich gewesen, vor allem für Informatikprojekte eben auf Bundesebene. Man hat dann gemerkt, dass auch für andere Projekte die Vorgaben benutzt werden, zum Beispiel für die Entwicklung von Dienstleistungen und Produkten oder auch für die Anpassung von Geschäftsorganisationen. Man hat auch gemerkt, Hermes ist eigentlich nicht eine Methode, die nur muss auf die öffentliche Hand, auf Bund, Kanton und Verwaltungen beschränkt sein. Also es gibt heute auch Anwendungen außerhalb von den erwähnten Gebieten in der Privatwirtschaft. Hermes zeichnet sich aus durch das, dass es modular aufgebaut ist und erweiterbar. Was da fehlt, auch statt erweiterbar das Gegenteil, also streichbar. Also man kann ja, wenn einem gewisse Modul zu wenig bietet, dann kann man die aufbauen. Wenn es zu viel bietet, dann kann man auch Modul bearbeiten, indem dass man einzelne Aufgaben oder Tasks, Ergebnisse etc. Löschen, entfernen. Also da ist man ganz frei, wie man da vorgehen will. Hermes hat eine eigene Webseite. Die sehen Sie hier aufgelistet. Ich gehe nachher noch ganz kurz auf die Webseite ein. Also das ist www.hermes.admin.ch. Sehr wichtig, die Webseite, wenn Sie mit Hermes arbeiten, weil das ist ein riesiges Informationsportal. Hermes ist eine Methode, die sich durch verschiedene Elemente definiert. Da möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Wir haben einerseits Phasen und Meilensteine. Wir sehen hier, jedes Hermes-Szenario, also das Szenario ist, komme ich dann auch noch darauf zurück, jedes Szenario besteht aus Phasen und Meilensteinen. Die vier Phasen, Initialisierung, Konzept, Realisierung, Einführung, die sind bei allen heute verwendeten 8 Hermes-Standard-Szenarien sind die gegeben. Also in diesen vier Phasen spielt sich die ganze Projektmanagement-Methoden ab. Zwischen den einzelnen Phasen hat es Meilensteine, wo jeweils eigentlich der Entscheid geben, tut man das Projekt weiterverfolgen. Ein zweites wichtiges Element von Hermes sind die erwähnten Szenarien. Es gibt heute 8 verschiedene Szenarien. Sind die hier aufgelistet. Wie gesagt, ursprünglich ist Hermes vor allem für Informatikprojekte vorgesehen gewesen. Man sieht da heute, es gibt doch einige andere, zum Beispiel andere Geschichten, auch wenn Sie eine Organisationsanpassung machen oder ein neues Produkt, Dienstleistung entwickeln. Bei den beiden fettdruckten Szenarien, dort ist im Hermes 5.1 Handbuch auch zusätzlich zum klassischen, die agile Projektmanagement-Methode beschrieben. Also das sind Szenarien, ein weiteres Element von Hermes. Szenarien bestehen aus Modulen. Also man sieht, wie schön dass das aufbauen ist. Ja, die Module, da gibt es momentan 13 an der Zahl. Angefangen von B wie Beschaffung bis T wie Testen, gibt es also 13 verschiedene Module. Innerhalb von diesen Modulen gibt es 3 verschiedene Faktoren, die zusammenspielen. Es sind Ergebnisse, Aufgaben und Rollen. Die 3 Faktoren tun sich all gegenseitig beeinflussen und tun Modul definieren. Also in jedem Modul haben sie Ergebnisse,
zum Ergebnis kommen sie mit Aufgaben und für die Aufgaben sind Rollen verantwortlich. Also es ist ein Zusammenspiel von all diesen verschiedenen Faktoren. Es gäbe noch weitere Hermes-Elemente, aber jetzt bei Inlux, was wir abbilden, sind die Elemente, die Sie jetzt hier sehen. Wenn wir vielleicht noch geschwind ein Hanfheim-Beispiel, Szenario Dienstleistung Produkt, anschauen, wie das könnte aufgebaut sein, so ein Hermes-Szenario, dann sehen wir jetzt da wieder die vier Phasen mit diesen Meilensteinen. Und von den 13 Modulen, die wir vorhin gesehen haben, werden jetzt 6 für das Szenario gebraucht. Projektsteuerung, Projektführung, Grundlagen, Produkt, Geschäftsorganisation, Einführungsorganisation. Und man sieht dann da gerade immer auch, über welche Phase ziehen sich die Module hin. Wie gesagt, bestehen dann die Module aus Aufgaben. Und man hat jetzt hier aufgeführt, in welcher Phase da welche Aufgaben eben fällig sind. Also das ist ganz eine einfache Vorstellung einmal, wie das so das Hermes-Konzept funktioniert. Falls Sie noch nicht eine Hermes-Ausbildung haben dürfen geniessen, also das, was Sie jetzt hier gesehen haben, ist eben so ein Kurzabriss von einer zweitägigen Ausbildung. Also es ist sehr zu empfehlen, dass Sie ja, sich das mal genauer anschauen und so eine Hermes-Ausbildung, respektive die Foundation, vielleicht auch mal angehen. So, ich würde sagen, genug Theorie. Gehen wir mal in die Tiefe rein. Also ein bisschen Theorie gibt es noch, und zwar gehen wir noch zuerst einmal geschwind auf die Hermes-Webseite. Ich tue da mal zumachen und hole mir ein anderes Fenster da. So. Also das ist die Seite hermes.admin.ch. Darauf ist, wie gesagt, sehr viel erklärt, also da ist alles drauf, was Sie müssen wissen, und die Webseite ist immer aktuell gehalten natürlich. Ja, da finden Sie alles. Also wenn wir zum Beispiel da mal schauen, Szenarien, ja, man sieht da die 8 verschiedenen Szenarien, die es gibt, die da jeweils beschrieben sind. Es sind dann 2, sind da drauf vertieft beschrieben, als Ansichtsmodell eigentlich. Die sind auch im Hermes Handbuch, sind die 2 Szenarien vertieft beschrieben. Das ist gerade das Bild, das wir vorhin gesehen haben, auch in meiner Präsentation. Und wir sehen jetzt da eben so ein Szenario, besteht aus Modul, das Modul wiederum besteht aus Aufgaben, die Aufgaben bestehen aus Ergebnissen. Das ist sehr einfach dargestellt. Wir könnten da tiefer rein, mal Phasen und Meilensteine anschauen, wo jede einzelne Phase beschrieben ist. Also man sagt, es gibt 4 Phasen, von Initialisierung bis Einführung. Ja, da sehen wir, was wird eigentlich in den einzelnen Phasen erwartet. Dann haben wir die 13 Module, die hier auch alle beschrieben sind, also das Modul Beschaffung, wo genau beschrieben ist, was gehört da dazu. Ich kann selbstverständlich da noch tiefer rein und sehe in dem Modul Beschaffung, was sind da alles für entsprechende Aufgaben zu erledigen. Und wiederum, die Aufgaben, wenn ich in so eine einklicke, sehe ich natürlich da auch den Beschreib. Also ich sehe, was ist enthalten, wenn ich die Ausschreibung will, oder muss, darf, wie auch immer, erarbeiten. Wer ist verantwortlich dafür? Eben, das wäre die sogenannte Rolle. Ich sehe das Ergebnis, ich gehe mal in das Ergebnis hier, da müssen Ausschreibungsunterlagen gemacht werden. Und sehe, aha, die Ausschreibungsunterlagen, das wäre einerseits einmal das Lastenheft, andererseits der Kriterienkatalog. Ich kann mir da die 2 Vorlagen herunterladen, anpassen, mit dem CI entsprechend an, dass das genügend getan wird, mit Logo einfügen etc. Ja. Also bietet sehr, sehr viel die Webseite. Ich komme später da ganz sicher nochmal drauf zurück. Das wären die Basics jetzt mal einerseits von der Theorie, was Sie jetzt vorher von unserer Seite gesehen, andererseits Theorie, die Sie da auf dieser Webseite finden. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück auf die Präsentation, und jetzt gehen wir wirklich in den Praxisteil rein. Ja, Outlook und Inlux, wo ich Ihnen da zeigen, wie das zusammenspielt. So, also,
Wie Sie sehen, ich arbeite hier mit Inlux Now. Sie sehen das hier oben im Menü. Ich bewege mich hier in einem Outlook 2016 Demo-Account. Also wir werden nicht von irgendwelchen Live-Mails abgelenkt. Also es ist eine Demo-Umgebung, Outlook 2016. Ja. Wenn Sie Inlux installieren, und jetzt halt nochmal, Entschuldigung für die, die Inlux schon relativ gut kennen, es gibt jetzt halt nochmal ein paar Basics, aber wir können dann schnell wieder in die Tiefe. Also wenn Sie Inlux installieren, dann gibt es ein paar kleine Veränderungen an Outlook, die sofort ins Auge stechen. Einerseits haben Sie da zusätzliche Ribbons, wo Sie zum Beispiel könnten ein Mail direkt einem Projekt zuordnen. Also wir haben sehr eine ausgereifte Dokumentenstruktur auch bei Inlux und die Mail können Sie so zum Beispiel auch einem Projekt zuordnen. Oder Sie können Zeit erfassen in ein Projekt hier. Oder vielleicht aus einem Mail eine Aufgabe erstellen. Alles möglich. Also das sind mal die zusätzlichen Ribbons, die da generiert werden. Dann haben wir da oben das Menü. Inlux Now oder Inlux PM, je nachdem, welche Version das Sie haben. Menüpunkte sind genau die gleichen bei beiden Varianten. Da werden wir uns nachher noch drin bewegen, wenn wir dann die ganzen Hermes-Szenarien anschauen. Also man könnte Projektlistenansichten machen, Aufgabenlistenansichten. Ich kann meine Dokumente verwalten. Das sehen wir da, eben die ganze Dokumentenstruktur. Ich könnte Auslastungsanzeigen machen. Da werden wir heute nicht drauf eingehen, aus Zeitgründen. Sie haben hier einfach ein kleines Muster, wie man eine Auslastung von einer Abteilung, von einem Einzelmitarbeiter darstellen kann, wo man sieht, in welchem Projekt ist er integriert. Ja, das auch etwas, was zusätzlich dann kommt, wenn Sie Outlook, der Inlux auf Outlook installieren, die ganze Menüsteuerung da oben. Und dann haben wir da unten, Sie sehen das, wo ich mich gerade mit der Maus befinde, noch die Möglichkeit, PSD-Datei abzubilden. Also ich sehe jetzt, wenn ich mich vom Auto gewöhnt bin, also wenn ich auf Kalenderansichten wechsle, habe ich auch die sogenannten PSD-Dateien und das können wir auch mit Inlux. Also da kann ich meine PSD-Darstellung von Inlux-Projekt einstellen. Gut, da haben wir jetzt gerade eine Listenansicht. Ich tue da mal geschwind die Listenansicht auf meine Favoriten schalten und dann habe ich da die zwei Projekte, wo ich mich heute drinnen wird bewegen. Als erstes tue ich Ihnen mal ganz ein einfaches Projekt vorstellen, dass man solche Grundfunktionalitäten sieht von Inlux, bevor wir dann tiefer in ein Projekt hineingehen mit den ganzen Hermes-Funktionalitäten. Als erstes nehme ich das Projekt Muster für Hermes-Demo, also einfach doppelklicken und dann öffnet sich zuerst einmal die sogenannte Betreuungsseite. Das ist vielleicht ein bisschen ein komischer Name, man kann dem auch Startseite sagen oder Projekt-Stammdatenblatt, also da gibt es verschiedene Ausdrücke dafür, wir nennen das Betreuungsseite. Mach die mal ganz auf. Und das ist jetzt ein bisschen wie der Fernsehküche bei den vielen Kochsendungen, die da momentan gerade so ziemlich publik sind. Ich habe das Menü schon halb vorgekocht, dass wir nicht allzu viel Zeit verlieren dann mit den Basics. Also die Betreuungsseite ist schon abgefüllt. Ja, was sieht man jetzt da alles? Also wir vergeben mal einen Namen für das Projekt, eine Nummer wird generiert, ich kann eine Abteilung festlegen, ich kann einen Kunden festlegen, eine Projektkategorie. Dazu ist zu sagen, das sind alles Einstellungen, die Sie können über die Optionen vorgeben. Also Sie müssen nicht irgendeine Projektkategorien übernehmen von Inlux, sondern das tun Sie ganz einfach über die Optionen einstellen, was haben Sie für Projektkategorien, was haben Sie für Abteilungen, was für Kunden. Wichtig, da haben wir noch Wording-Sache. Wir reden nach der DIN-Norm im Projektmanagement von Kunden. Speziell jetzt für Hermes, bei Hermes redet man von Auftraggeber. Also wenn man bei Hermes von Auftraggeber redet, dann ist es eigentlich mit dem Feld Kunde gleichzusetzen. Also dann müssten Sie das Feld dann entsprechend abfüllen. Ja, dann haben wir da die Möglichkeit, natürlich ein Projektteam zu definieren. Projektleiter wird mir immer der vorgeschlagen, der das Projekt eröffnet. Ja, ich kann dann mein Team festlegen. Wir sehen, jetzt da sind ein paar Teammitglieder dabei. Ich könnte da noch mehr wählen. Ich kann auch
aus dem Outlook-Adressbuch da weitere Teammitglieder wählen könnte. Das ist speziell. Sie sehen da zwar das Layout vom Outlook-Adressbuch, aber Sie sehen da noch Suche nach Fertigkeiten. Das ist noch speziell, dass ich da jetzt könnte sagen, ich wette, vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor, das sind Hermes-Rollen. Ich will zum Beispiel nur alle ISDS-Verantwortlichen sehen, die dann entsprechende Kompetenzen haben. Dann wird mir das Adressbuch entsprechend gefiltert und ich sehe nur noch die entsprechenden Personen. Ich komme gerade nachher noch darauf zurück, wo die Einstellungen zu machen sind. Also da kann ich weitere Mitarbeiter holen. An dieser Stelle kommt häufig noch die Frage, was ist, wenn ich da Projektmitglieder einfügen, die keine Inlooks haben. Kann ich das überhaupt? Ja, das kann man. Also, Sie können aus Ihrem Kontakt, Outlook-Kontakt, Inlooks-Kontakt, Exchange-Kontakt, können Sie beliebig Mitarbeiter wählen. Also, es kann da drin Teammitglieder haben, die keine Inlooks haben. Und jetzt natürlich die gute Frage, was passiert denn, wenn ich meinen Inlooks oder einem Teammitglied eine Aufgabe zuweise in einem Projekt, das selber keine Inlooks hat? Schaut mal an, was da passiert. Ich gehe mal in meinen Posteingang rein. So, ich habe da zum Beispiel ein Mail, das ich von meinem Vertriebskollegen, von Herrn Urner, bekommen habe, als er ein Musterprojekt eröffnet hat, wo ich da sehe, das Mail ist von Herrn Urner, es geht um eine Aufgabe Preise vergleichen, und das ist im Projekt Rausch, mit dieser Nummer in. Ich sehe da nochmal Aufgabe und Vorgang. Ich sehe dann noch die Detailbeschreibungen, die er dazugegeben hat. Ich sehe, wie lange das dauert und was der geschätzte Aufwand von ihm ist. Wenn ich jetzt keinen Inlooks habe, dann komme ich die Aufgabe einfach als Mail über. Das kann man einstellen in den Inlooks-Optionen. Das sind sogenannte Benachrichtigungen, was passieren soll, wenn ich jemandem eine Aufgabe zuweise. Eben, dass mir zum Beispiel automatisch noch das Mail verschickt wird. So, wenn ich jetzt das Inlooks eben nicht habe und nur das Mail bekomme, ja, dann tue ich die Aufgabe abarbeiten, schicke mir Urner ein Mail zurück oder rufe an, die Aufgabe ist erledigt. Und dann ist es halt im Projektleiter seiner Pflicht, hinter die Aufgabe ein Kreuzchen zu machen oder einen Haken zu machen. Aber auf jeden Fall, die Antwort ist klar, ja, Sie können auch Teammitglieder einladen, die nicht Inlooks installiert haben. So, wir sehen jetzt hier noch ein paar weitere Eingaben, die man machen kann. Also, Sie können auf Stufe Kunde, Partner und weitere ebenfalls noch Kontakt integrieren. Ich tue hier festlegen, in welcher Phase befinde ich mich. Wenn man die Ihnen bekannt vor, das sind wieder die vier Phasen von Hermes, die wir da ebenfalls in Inlooks integriert haben. Dann hat man da noch die Möglichkeit, wenn Sie sagen, die Felder, die langen mir nicht, Sie können auf jeder Stufe in Inlooks noch eigene Felder definieren. Und die Felder, das können Listenfelder sein, Textfelder, Kalenderfelder, Checkboxen, also da ist sehr vieles möglich. Die kann man sehr, sehr einfach über die Optionen anlegen. Und wenn man nachher mit den Listen arbeitet, kann man die Felder ebenfalls für Sortieren, Filtern, Gliedern, kann man die anziehen. Da haben wir noch die Möglichkeit, Projektnotizen zu hinterlegen auf Stufen Betreuungsseite, wo man sofort, wenn man das Projekt aufruft, dann sieht, was für Mitteilungen sind da drauf, wo man eben vielleicht im ganzen Team möchte kommunizieren. Das ist Betreuungsseite. Das ist der einzige Schritt bei Inlooks, wo quasi in einem Ablauf festgelegt ist. Nachher sind Sie völlig flexibel, wie das Sie weitermachen. Aber über die Betreuungsseite müssen Sie gehen, wenn Sie das Projekt eröffnen. Danach können Sie mit Listen arbeiten, mit Mindmaps, mit Aufgaben, mit Planung. Sie können Zeiterfassung machen, Dokumentenverwaltung und Budgets bearbeiten. Wir konzentrieren uns heute auf die drei Sachen: Aufgaben, Planung und Mindmaps. Ich gehe als erstes mal in die Aufgaben hinein. Auch da sieht man jetzt, ist schon ein bisschen vorgeschafft worden. Bei den Aufgaben ist es so, da wendet mir bei Inlooks Kanban-Methodik an. Das kommt aus dem Japanischen, ist ursprünglich von Toyota entwickelt worden. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein virtuelles Pinboard, eine visuelle Übersicht von Ihren Tasks. Also Sie sehen da drei Spalten, nicht begonnen, in Bearbeitung erledigt. Und wenn man so drauf schaut, hat man natürlich sofort den Überblick, ja, was ist eben schon erledigt, wo braucht es noch ein bisschen Aufwand und kann dann sehr
einfach auch die Aufgabe vom einen Status in den anderen ziehen. Also wenn das Ausmisten erledigt wäre, nehme ich die einfach, ziehe die da über, Wohnung reinigen, vielleicht auch. Also das kann man sehr, sehr einfach bearbeiten. Die Aufgabe, wenn Sie so eine Aufgabe weiter bearbeiten wollen, doppelklicken. Es geht auf der rechten Seite ein Side-Panel auf. Man sieht da, es geht um die Aufgabe transportieren. Da ist noch ein Beschreib dazu. Ich sage jetzt, nein, das muss 5 Stunden dauern. Und das wäre jetzt nicht Frau Pfleger, sondern der Herr Stöppel wäre da verantwortlich. Ich könnte noch Start-End-Datum hinterlegen, Dokument verlinken. Ich kann deren Aufgabe eine Budgetgruppe zuordnen, mit einem fest definierten Stundensatz. Ja, wie gesagt, Sie können auch budgetieren über die ganzen Projekte. Und man sieht da unten noch spezielle eigene Felder, die sind wieder Hermes-spezifisch, Modul, Rolle und Phase. Gehe ich nachher darauf ein, wenn wir dann ein spezifisches Hermes-Projekt anschauen. Ja, also so kann man die Aufgabe da drin bearbeiten, indem dass man sie einfach dort umschieben. Wenn Sie sagen, die Status nicht begonnen in Bearbeitung erledigt, die passt mir nicht. Wenn Sie da auf Status bearbeiten gehen, dann können Sie die Status, Mehrzahl ist glaube ich Stati, editieren, also neue Status dazu tun oder die umbenamsen oder in der Reihenfolge umschieben. Alles möglich. Ich würde empfehlen, machen Sie das aber nicht da, da machen Sie es nur auf das eine Projekt, sondern machen Sie das über die Optionen und dann ist das für alle neue Projekte nachher entsprechend mit den Stati definiert und auch sichergestellt, dass alle Mitarbeiter mit dem gleichen Status eben arbeiten. Gut, das zum Aufgabenmanagement. Jetzt gehen wir noch in die Planung rein. Wenn ich da wieder aufs Menü Start gehe, auf Planung, dann komme ich auf meine Planungsübersicht. Die ist momentan ist die noch leer. Die tun wir jetzt befüllen. Und zwar, ich habe die Fernsehküche erwähnt, das Menü schon vorbereitet ist. Ich gehe da über eine Mindmap. So. Da haben wir eine Mindmap von einem einfachen Projekt, wo jeder von uns wahrscheinlich schon mal durchgemacht hat oder mindestens einmal im Leben wird machen, einen Umzug. Die Map ist sehr einfach strukturiert. Wir haben Hauptzweige, wir haben Unterzweige. Und wie Sie feststellen, ist die jetzt so aufgebaut, dass auf diesen Unterzweigen, das sind eigentlich Aufgaben, das sind nichts anderes als Aufgaben. Jetzt wäre es ja fast stumpfsinnig, wenn ich zuerst so eine Map erfasse, das Brainstorming mache und vielleicht nachher merke, das sind alles Aufgaben, aber jetzt muss ich im Kanban-Board die Aufgaben auch noch mal erfassen. Natürlich muss man das nicht, natürlich können Sie daraus Aufgaben erzeugen, das habe ich gemacht, also die Aufgaben, die ich vor dem Kanban-Board gezeigt habe, das sind solche Aufgaben, die aus dieser Map kommen. Das Gleiche kann ich auch machen, wenn ich jetzt möchte, aus dieser Map in die Planung gehen. Was man dann macht, dann macht man von jedem Sammelzweig einen Sammelvorgang und von den Einzelzweigen oder von den Unterzweigen einen Einzelvorgang. Ich mache das mal, tue da sage zur Planung hinzufügen. So, mache da vielleicht jeden Vorgang 3 Tage. Und dann jetzt in der Planung hin entsprechend das Ganze sofort übernommen von meiner Mindmap. Ich kann jetzt da drin sehr schnell da noch Anpassungen machen, zum Beispiel Abhängigkeiten. Ich klicke in einen Vorgang ein, fahre auf den Nachfolger, lasse los und habe dann eine Abhängigkeit erstellt. Also das geht sehr einfach, sehr schnell, wo man das machen könnte. So, tun wir die noch voneinander abhängig machen und dann tue ich das mal einmitten. Ich kann dann da die Vorgänge entsprechend bearbeiten. Wir sehen das da. Das geht alles wirklich sehr, sehr einfach und schnell. Die Vorgangsplanung, das ist das eine, wenn ich in so einen Vorgang reinklicke, auch dann haben wir das Side-Panel, das aufgeht, wo ich jetzt Details sehe zu dem Vorgang, in dem Fall geht der 6 Arbeitstage, ich kann ihn da nochmal abändern, sage nein, der geht nur 4 Arbeitstage und gemäß deren Abhängigkeit, die wir da definiert haben, kommen die Vorgänge hinten dran, dann eben werden entsprechend angepasst. Man sieht hier auch noch, da ist ein Kalender definiert. Sie sehen hier immer die grauen Flächen. Also da haben wir jetzt gerade ein Wochenende natürlich hinter uns mit der grauen Fläche. Und das sind Nicht-Arbeitszeiten jeweils vom Nachmittag um 4 Uhr bis morgen um 8 Uhr.
Und das tun Sie im Kalender definieren, wo Sie über die Optionen festlegen. Jetzt kann man die Aufgaben auch mit, oder die Planung auch mit den Aufgaben kombinieren. Wenn ihr vorhin im Kanban-Board Aufgaben angelegt und ich hole jetzt da, wenn ich da unten auf Aufgaben gehe, sehe ich all meine Aufgaben aus dem Kanban-Board, wo noch keinem Vorgang zugeordnet sind. Und die hole ich jetzt. Das LKW abholen, dann ich da mal auf den gleichlautenden Vorgang ziehe. Und mache das noch mit zwei, drei anderen so. Bedarf klären und mieten. So. Was ist jetzt da entstanden? Man sieht, zum Beispiel da unten, da ist ein Klick auf den Vorgang. Ein Vorgang, der drei Arbeitstage dauert und ein Aufgang, der 5 Stunden, glaube ich, dauert. 3 Stunden dauert. Und 3 Stunden sind 12% von diesen 3 Arbeitstagen. Ich tue das ein plastischer, ein ansichtlicher machen. Ich mache da einen Tag draus. So. Und jetzt sehen wir, ein Tag ist ein Drittel von 3 Arbeitstagen. Also der Herr Urner ist während diesen 3 Tagen zu 33% ausgelastet. Die Aufgabe gehört jetzt zu dem Vorgang. Wenn ich das umschiebe, geht dann die Aufgabe mit. Wenn ich den Vorgang kürzer mache, erhöht sich die Auslastung, wenn ich ihn länger mache, wird die Auslastung kleiner. Also das ist alles aktiv miteinander verlinkt. So, das Basics, wie wird Inlux angewendet. Jetzt mache ich das Projekt mal zu. Mal den Ton vielleicht noch abstellen. So, mache das Projekt zu, dort die Änderungen speichern. Und jetzt gehen wir in ein neues Projekt rein, gehe auf meine Projektliste. Ich könnte da filtern, indem ich nur die Favoriten anzeige. Und jetzt haben wir das Hermes Webinar am 22.05.2018. Da sehen wir, das ist auch wieder entsprechend vorbereitet. Aber das ist jetzt insofern noch leer, dass noch keine Aufgaben, keine Planung und keine Maps erfasst sind. Jetzt gehe ich nochmal in die Aufgabenplanung ein. Sie mögen sich erinnern, vorher haben wir die Aufgaben aus einer Map geholt. Und jetzt, ich könnte auch Aufgaben manuell erfassen, mit neuen Aufgaben für Aufgabe für Aufgabe. Aber jetzt gehe ich da auf Vorlagen. Und das ist jetzt das, was wir gemacht haben, wo wir Inlux für Hermes Flüge oder eben ready gemacht haben. Wir haben Vorlagen gebaut, wir haben Aufgabenvorlagen gebaut und wir haben ganze Szenarien gebaut. In den Aufgaben, da findet sich jetzt einmal Modul. Hermes, all die unterschiedlichen Hermes-Module. Und ich sage jetzt mal, ich möchte das Modul Hermes oder das Modul Beschaffung möchte ich gerne anschauen. Ich klicke das an. Und jetzt werden wir die Aufgaben geladen, die ins Modul Beschaffung hineingehören. Da haben wir jetzt die irgendwie 8 Aufgaben, die das sind. Also als erstes muss ein Beschaffungsplan erarbeitet werden. Ich tue die Aufgaben mal doppelklicken. Ich sehe da Detail zu dem Beschaffungsplan, also da nochmal, wie heisst die Aufgabe. Ich sehe da Detail dazu, das ist alles von der Hermes Webseite übernommen. Also die ganze Beschreibung, an was muss man alles denken, wenn man so einen Beschaffungsplan erarbeitet. Also ich meine, der Titel nützt mir ja nichts, ich muss ein paar Details wissen. Ja. Ja, wie lange dauert so einen Beschaffungsplan zu erarbeiten? Keine Ahnung. Ich sage mal, vielleicht 6 Tage, so. Jetzt ist das angepasst und jetzt könnte ich da Ressourcen zuweisen. Das soll doch der Herr Urner machen. Ich kann noch Start-End-Datum vergeben, das lassen wir in dem Fall. Und jetzt, was ganz schön ist, da bei Dokumente. Das ist ein Link. Wohin geht der Link? Ich klicke den mal an. Dann geht mir eine Seite auf, ich hole die über. Sie sehen, wo das anführt, nämlich auf die Hermes-Webseite, auf die Aufgabe Beschaffungsplan erarbeiten. Und auf das Ergebnis, das ich muss haben. Also ich sehe, da ist ein Projektmanagementplan nötig und eine Projektpräsentation. Ich kann sofort die Vorlagen da holen. Also ich habe immer die Aufgabe mit allen Details und habe den entsprechenden Link dazu auf der Hermes-Webseite, wo noch mehr Details vorhanden sind. Was auch ganz wichtig ist, die 3 Felder unten sind automatisch abgefüllt. Also die Aufgabe Beschaffungsplan erarbeiten, die gehört ins Modul Beschaffung. Man sieht, da hat es die 13 Module zur Auswahl. Die Rolle für den Beschaffungsplan erarbeiten ist nach Hermes immer der Projektleiter. Auch da hat die Auswahl zwischen allen anderen möglichen Rollen. Und das gehört in die Phase Konzept hinein.
Die drei Felder werden automatisch abgefüllt. Und jetzt kann ich natürlich da die Aufgaben gemäß Ihrem Stand, Sie sehen, da habe ich noch das vierte eingeführt, der vierte Status, kann ich gemäß Ihrem aktuellen Status eben umschieben. Ja, es kann sein, dass Sie sagen, ich brauche die Planung gar nicht, ich will nur mit den Aufgaben arbeiten. Dann lange das schon, was wir jetzt noch gemacht haben. Vielleicht brauchen Sie gar keine Planung, sondern laden sich einfach die einzelnen Module und tun die da innen entsprechend bearbeiten. Jetzt tue ich da parallel noch schön etwas aufstarten, wo ich noch möchte zeigen. Ja, muss das nachher machen. Also, wir gehen da drin weiter mit diesen Aufgaben und gehen jetzt eine Stufe weiter, dass wir eben in die Planung innen auch noch gehen. Also, wir haben jetzt die Aufgaben gesehen, wie die gegliedert sind, wie die strukturiert sind, immer nach Modul. So, ich gehe da wieder aufs Menü Start zurück und jetzt einmal in die Planung rein. Und die Planung, die ist wie vorher die Aufgabe im Moment auch noch leer. Ja, wie gehen wir da vor? Ich tue da nochmal geschwind, ja, jetzt muss ich etwas machen, weil sonst habe ich da doppelte Geschichten drin. Sorry, jetzt habe ich mir da selber ein kleines Ei gelegt. Ich gehe nochmal zurück auf die Aufgabe, muss die schon löschen, weil sonst habe ich nachher die Aufgabe doppelt erfasst, weil jetzt gehen wir davon aus, ich arbeite mit der Planung. Und dort sind dann eben die Aufgaben schon integriert. Sie sehen gerade, was ich meine. Also sorry, wenn wir jetzt einen kurzen Hänger haben, aber ein Hänger gehört doch fast zu jeder Präsentation. Also, ich gehe da auf Planung. Das löschen wir auch noch. Gut, die Planung ist unfreulich, da ist nichts drin momentan. Und ja, jetzt geht es darum, ich möchte ein komplexes Hermes-Szenario da drin abbilden. Also mit Phasen, mit Meilenstein, mit Aufgaben, mit Ergebnis, mit Rollen. Ich will alles gerade aufs Mal sehen. Also wenn ich in der Planung in auf Vorlagen gehe, dann sehen wir da, ich habe da auch die verschiedenen Hermes-Szenarien, die mir da dargestellt werden. Also von Dienstleistung, Produkt über Individualanwendung bis zum achten Szenario eben IT-Infrastruktur. Ich nehme jetzt da mal Hermes-Szenario IT-Individualanwendung, klicke das an. Ich kann noch sagen, wann soll das starten? Will ich die Ressourcendaten mitladen, falls vorhanden hat? Ich sage in dem Fall nein. Wir fangen auf der grünen Wiese an. Fertigstellungsdaten entfernen, das ist okay. Ich klicke das an. So. Und da jetzt hier mein ganzes Projekt geladen. Jetzt haben wir das ein paar rote Einträge. Ich tue da schon bei den Einstellungen noch etwas ändern. Ich tue das Projekt verschieben, dass das eben nicht im März anfängt, sondern das soll ich. Irgendem 23. Mai soll das anfangen. So. Also, jetzt haben wir da das ganze Projekt dargestellt. Wir sehen hier oben die Überblicksbalken über das Szenario Dienstleistung Produkt. Ich tue da mal noch einklappen, dass wir nicht zu viel Informationen auf einen Schlag haben. Also, was wir jetzt hier sehen, sind die vier Phasen: Initialisierung, Konzept, Realisierung und Einführung. Die vier Hermes-Phasen. Das haben wir jetzt bei Inlux so definiert, dass wir gesagt haben, die Phasen, die bilden wir als Vorgang ab. Ist sehr gut möglich so. Und da sehen wir Meilensteine. Also zuerst gibt es einen Projektinitialisierungsauftrag, bevor wir dann wirklich starten mit der Initialisierung. Da hinten ist die Variantenwahl und Projektfreigabe. Also da sind die Meilensteine definiert mit ihren Abhängigkeiten. Und jetzt in diesen Phasen hin, sehen wir, da sind einzelne Aufgaben abgebildet. Die Aufgaben wiederum, die kommen aus den einzelnen Modulen. Also da haben wir ganze Module jetzt in die Initialisierung eingeladen oder da ins Konzept eingeladen. Und die Aufgaben, die könnte ich jetzt Schritt für Schritt in dieser Planung abarbeiten. Ich klicke da mal Doppelklick auf Konzept. Bin jetzt im Vorgang rein, wo da nochmal die entsprechende Phase beschrieben ist. Standardmäßig oder Vorgabe, die wir gemacht haben, jede Phase dauert 20 Tage. Selbstverständlich können Sie da sagen, die Phase dauert 50 Tage und dann wird das alles angepasst.
Also das ist völlig individuell, nach Ihren Bedürfnissen tun Sie das nachher einrichten. Die Aufgabe, Projekt steuern, ja, die dauert wahrscheinlich, also das Projekt muss man während der ganzen Phasen überwachen. Also sagen wir dem, das dauert auch 50 Tage, dann wäre da eine Auslastung mit dem von 50, von 100% und sagen wir, das macht der Stöpel, also der Stöpel ist da die 100% ausgelastet mit dieser Projektsteuerung. Also so können Sie Aufgabe für Aufgabe durchgehen und festlegen, ja, wie lang dauert so eine Aufgabe, und können die Rolle zuordnen. Und wie wir da auch wieder sehen, das sind auch wieder die entsprechenden Dateien hinterlegt oder Link eben auf die Hermes-Website, dass wenn ich da auf Projekt steuern gehe, das anklicke, dann geht mir da wieder eine Webseite auf. Sie kennen das Spiel, wo ich da die Detailinformationen habe und da unten mir die entsprechenden Ergebnisse kann darstellen lassen. Wenn Sie jetzt weitere Aufgaben haben, Hermes ist ja modular aufbauen. Das ist ja nicht sakrosankt vorgegeben, so wird es gemacht. Man kann bei Hermes jederzeit neue Module dazu packen, Modul weglassen, Aufgaben dazu packen. Also wenn wir da neue Aufgaben haben, ja, Stufenkonzept, einfach neue Aufgaben. Dann haben Sie gesehen, da unten ist eine angefügt worden und ich könnte jetzt da die Aufgabe entsprechend bearbeiten. Sie können auch Aufgaben löschen, wenn wir da das Stakeholder Management und Kommunikation führen nicht brauchen, mit der rechten Maustaste drauf. Und ich könnte jetzt da eine Aufgabe entweder löschen, dann ist sie ganz weg, oder entfernen, dann ist sie einfach aus der Planung weg. Im Kanban-Board bleibt sie mir aber erhalten. So viel mal da dazu. Ja, also. Und so können Sie eben mit allen entsprechenden Szenarien vorgehen. Also ja, nicht nur mit dem einen, den wir jetzt da haben, sondern all 8 Standardszenarien sind entsprechend als Vorlagen, als Templates verfügbar. Das ist eigentlich der ganze Zauber vom Inlux mit Hermes. Also es ist eine sehr große Erleichterung, indem dass wenn Sie das Projekt, Dienstleistung, Produkt Neues nach Hermes machen, eben nicht auf der grünen Wiese von Null weg anfangen, sondern die haben die Vorlage drin und können das entsprechend für sich anpassen, werden elegant durch das ganze Projekt durchgeführt und haben so die Möglichkeit, sicher zielgerichteter und hoffentlich vielleicht auch schneller zu einem erfolgreichen Abschluss zu kommen. Jetzt widmen wir uns nochmal diesen 3 eigenen Feldern: Projekt, also Modul, Rolle, Phase. Ich gehe jetzt mal aus dem Projekt raus, mache das zu. Und gehe da noch in meine Aufgabenübersicht. Ich gehe auf InluxNow, Aufgaben. Und da sehe ich eine Listenansicht von all meinen Aufgaben. Und ich habe da eine Gliederung gemacht. Haben wir einen kleinen Hänger wieder, so. Eine Gliederung gemacht, wo wir können eine Unterscheidung machen, zum Beispiel nach Hermes Modul. Also ich sehe die 13 Module von Hermes. Und sehe zum Beispiel, wenn ich das Modul IT-Migration will, was da alles aktuell für Aufgaben anstehen. So. Was man sehen da dem, ja, Modul IT-Migration, da hat es doch einige Aufgaben drin, die da entsprechend anstehen. Ich könnte jetzt einen Filter setzen, sagen, ich will nur die Aufgaben sehen für das Projekt. Nehmen wir das von heute, das Hermes Webinar, und sehen jetzt da, das sind all die Aufgaben, die da in den verschiedenen Modulen anstehen. Also ich kann sehr schnell Filter setzen, kann so eine Aufgabe dann gerade von da weg abarbeiten, also die Ausschreibung durchführen. Ich mache einen Doppelklick. So, landen in dieser Aufgabe hin. Die geht mir da auf und ich kann da sagen, die Aufgabe, die ist auf Stufenkontrolle zum Beispiel. Also ich muss nicht zwingend ins Projekt gehen, um eine Aufgabe abarbeiten. Vielleicht wollen Sie das gar nicht für Ihre Projektteammitglieder. Vielleicht langt das, wenn die aus der Listenansicht ausschaffen. Zum Beispiel eben gegliedert nach Hermes Modul oder nach Hermes Phase. Haben wir auch noch Möglichkeit. Das können Sie jederzeit selber sich die Ansichten gestalten. Also da ist jetzt einfach nach Phase gegliedert. Ich kann das Phasen einmal da runterziehen wieder. So. Dann haben wir gar keine Gliederung. Und ich ziehe jetzt einfach Phase da oben und dann sofort eine Gliederung eben nach Phase. Und könnte jetzt sagen, ich will aber nur meine Aufgaben sehen. Momentan sehe ich alle.
Und ich sehe, ich bin nur in zwei Phasen involviert und in der Phase Realisierung sogar nur mit einem Projekt. Also man kann sehr schnell sich da Übersichten verschaffen. So, das ist ein Schnellüberflug über Projektmanagement in Inlux, wenn man nach der Hermes-Methodik schafft. Klar, können Sie Inlux für alle Projekte brauchen, nicht nur für Hermes, aber eben, wir haben uns Mühe genommen, Inlux wirklich für Hermes anzupassen mit diesen ganzen Templates. Und die ersten Feedback, die wir haben, also das gibt es seit Ende letzten Jahr, die sind doch sehr, sehr positiv. Also ich denke, das könnte ein schöner Erfolg werden für uns mit den entsprechenden Vorlagen. Wir haben vorhin gesagt, genug Theorie. Ich würde jetzt sagen, wir haben einen Teil gezeigt von der Praxis, also wir haben viel Praxis gesehen, aber wir haben Inlux nur gestreift. Sie könnten für Ihre Hermes-Projekte auch noch Zeit erfassen. Im Zusammenhang mit der Zeiterfassung können Sie die Zeiterfassung in Budget einfließen. Sie können mit Listen arbeiten, mit der Dokumentenverwaltung. Sie können Berichte und Dashboards darstellen, Terminarbeiten zu machen. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die da noch möglich sind. Ja. Wenn wir Sie können lustig machen jetzt, oder ich Sie können lustig machen, was haben Sie für Möglichkeiten? Sie können sofort starten. Es gibt bestehende Inlux-Nutzer, die können einfach auf die Webseite gehen. Die zeige jetzt dann gerade noch. Die Hermes-Vorlagen abladen, die Hermes-Vorlagen importieren und optional allenfalls noch eine Schulung bei uns buchen, dass wir da die Anwendung auch gezielter können, oder die Anwender gezielter können ausbilden. Neue Inlux-Anwender, dort sind es genau die gleichen Schritte, außer dass die jetzt zuerst natürlich einmal noch Inlux brauchen, also bei uns ein Angebot einholen und nachher können wir Inlux entsprechend ausbreiten und dann auch wieder eben die gleichen Punkte, wo wir da anschauen können. Was kostet die Hermes-Vorlage? Es ist eine Riesenarbeit dahinter, es bietet viel, es bietet eine grosse Erleichterung. Ich denke, es ist bei allen Anwendern wird das Kosteneinsparungen bringen. Von dem her hat es eigentlich einen grossen Wert, aber gute Infos für Sie. Im Moment sind die Vorlagen kostenlos. Keine Ahnung, wie das in Zukunft wird sein, da werden wir uns sicher nicht zum Fenster auslehnen und sagen, die bleiben immer kostenlos. Momentan ist es so, sie sind kostenlos. Also ja, versuchen Sie es einfach mal aus. Nehmen Sie entweder die Vorlagen auf Ihres bestehenden Inlux, tun Sie es integrieren und testen, oder tun Sie die Testversion abladen von Inlux und tun Sie nachher die Vorlagen auch entsprechend austesten. Die Testversion geht 30 Tage, ist eine Vollversion von Inlux, entweder von Inlux Now oder von Inlux BM und ist für 30 Tage gültig. Wir haben noch ein paar wichtige Termine, die in den nächsten Tagen anstehen, die ich Ihnen nicht vorenthalte. Gerade passiert, letzte Woche ist das Hermes Frühjahresforum, wo BKI das Winterthur gemacht hat. Sehr spannende Gespräche dort und sehr spannende Referate. Das sind wir heute. Dann werden wir übermorgen, für jemanden, der sich ganz kurzfristig entscheiden will, ich habe gehört, es hat noch Platz, ist das beim Frühjahrestagung im Kinocenter Zürichsil City. Wir sind dort Hauptsponsor, werden das Referat halten und einen Stand haben. Am 15. Juni ist das PM Camp in Zürich. Auch dort sind wir als Hauptsponsor dabei. Und am 4. Juli, sicher für die Anwender jetzt da drin, sehr spannend, Hermes de Suisse Forum in Stade de Suisse, also im Bankdorf in Bern. Auch dort sind wir dabei. Würde uns natürlich freuen, mich speziell freuen, wenn wir dort den einen oder anderen von Ihnen dürfen begrüßen. Ja. Spezielle Bitte noch. Es gibt keinen Fragebogen, den Sie am Schluss ausfüllen müssen, aber ich wäre trotzdem sehr interessiert oder wir wären sehr interessiert um Feedback. Haben Sie das Gefühl, die Hermes-Anwendungen würden Ihnen etwas bringen? Dann, oder haben Sie noch Ergänzungen, Anregungen, Kritiken, allenfalls, was man noch sollte haben, dass das Ihnen etwas bringt? Ich wäre sehr dankbar für ein kurzes E-Mail für all die Teilnehmer, die heute drin sind. An die Adresse da, peter.ottiger@inlux.com. Ups. Ja, einfach kurzes Feedback, was Sie halten von diesen Vorlagen, würde mich sehr freuen. Jetzt noch ganz geschwind von meiner Seite zum Abschluss. Das ist unsere Webseite, die wir haben, inlux.de/hermes.
Irgendwann wird dann noch das CH draus. Da gibt es ein Hermes White Paper mit der Anwendung, wie sie genau im Vorstand bei der Vorgabe der Installation. Und da haben wir die verschiedenen Szenarien, wo sie entsprechend können abladen und in ihre Vorlagen integrieren, dass sie so wie ich jetzt können mit diesen Hermes-Vorlagen arbeiten. Das wäre es von meiner Seite. Ich glaube, von dem Zeitmanagement her ziemliche Ziellandung. Wir haben jetzt noch 5 Minuten oder auch noch ein bisschen länger für Ihre Fragen. Und ja, also danke vielmals für die Aufmerksamkeit und ich übergebe gerne wieder an Frau Tran. Vielen herzlichen Dank, Peter. Oder ich übergebe an Frau Tran, falls du mich nicht verstanden hast. Ich habe dich verstanden. Genau. Vielen herzlichen Dank für das tolle, informative Webinar. Wir haben eine Frage reinbekommen. Ich lese es mal kurz vor. Momentan aktuell ist der Hermes 5.1. Da scheint etwas nicht zu klappen. Ich höre Frau Tran nicht. Ich weiß nicht, ob Sie sie hören. Ja, also in diesem Fall werde ich den Schlussteil noch bestreiten. Also eben, danke für die Teilnahme. Sie werden alle im Nachgang einen entsprechenden Link erhalten mit den Webseiten, die da zum Download zur Verfügung stehen, mit den Vorlagen und auch das Ganze wurde aufgezeichnet, das Webinar. Also Sie werden da jetzt dann noch einen Link erhalten auf ein entsprechendes Video, wo Sie sich diese Aufzeichnung dann nochmals ansehen können. Jetzt hoffe ich, dass wir nicht ein Problem hatten, dass Sie mich wenigstens gehört haben. Weil eben die Frau Tran hören wir jetzt nicht. Also, vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Ich sehe leider auch keine Chatfragen. Da hat irgendwas mit dem Webinar-Modus nicht geklappt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Würde mich freuen, von Ihnen ein Mail zu erhalten und einen ganz schönen Tag und bis bald.